Wir sind hier in der Schatzkammer der Winzer von Erbach AG. Das ist die kleine, aber feine, so bezeichnen wir uns selbst, Winzergenossenschaft in Eltville-Erbach im Rheingau. Wir haben mit gut 30 Hektar Rebfläche eigentlich einen kleineren Rebbestand, aber 40 Winzer sind es, die uns die Trauben anliefern. Und schon der Hugh Johnson als bekannter Weinjournalist hat uns als die beste Winzergenossenschaft im Rheingau bezeichnet. Das soll eigentlich jeder selbst auch herausfinden, ob dem so ist. Aber dafür sprechen eigentlich unsere frischfruchtigen Weine, die von der Stilistik modern eher ausgebaut sind. Das heißt, in der Säure nicht so prägnant, wie man das vom sogenannten klassischen Riesling aus den 70er, 80er Jahren her kennt. Wir liegen in den Säurewerten oft unter 7 Gramm pro Liter, was dazu führt, dass die Weine auch schon sehr jung trinkbar sind. Und auch die Restsüße ist oft nicht so im ganz knochentrockenen Bereich, sondern liegt bei 6-7 Gramm. Und dadurch sind die Weine sehr fruchtbetont. Der Schwerpunkt ist bei uns der Riesling neben Weißwein, Rebsorten wie Rivana, die wir gerne auch im Cuvée-Bereich für einen speziellen Wein, der 3x3 heißt, einsetzen. Das ist ein Cuvée aus 3 Winzergenossenschaften auch. Und ansonsten ist natürlich der Spätburgunder bei uns der Rotweinkönig, aber wir haben auch so Exoten wie den Cabernet d'Orio im Programm. Das Team bei uns ist relativ klein, wir haben 5 Mitarbeiter, aber das ist bei der Rebfläche ja auch verständlich. Bei den Mitgliedern sieht es so aus, dass wir einen direkten Kontakt im Herbst auch haben und ich nicht nur im Büro sitze und da meine Vertriebsarbeit mache, sondern im direkten Kontakt im Herbst auch die Leseplanung mache und abstimme, wann welche Lagen geerntet werden und selbst auch an der Kälte- und Traubenannahme stehe, um die Qualitäten entsprechend zu trennen und festzulegen mit der Absprache des Kellermeisters, des Herrn Jochen Bug, auch noch ein junger Mann, der dann mit mir festlegt, wie wir die Weine und das Sortiment festlegen. Und insofern ist es eigentlich von der Strategie her so, dass wir klein und fein auch wirklich leben wollen, ähnlich wie in vielleicht einem Familienbetrieb. Ich wünsche Ihnen beim Erkunden unserer Weine viel Spaß und freue mich auf weitere gute Jahrgänge. Sehr zum Wohl.